Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem weiteren Bemaltutorial. Es geht einerseits um Holz im Allgemeinen und zum anderen um Kisten und Fässer im Speziellen. Denn oft sieht man diese Utensilien auf Spielplatten immer in der gleichen Farbe. Und wenn Holz eines nicht ist, dann immer gleich. Denn Holz kommt in der Natur in zahlreichen Farben vor. Meist sind es Brauntöne, doch Sonne und Witterung können auch für graue und andere Farbnuancen sorgen. Eure zu bemalenden Kisten und Fässer sollten idealerweise hellgrundiert sein. Ich verwende hier Kisten und Fässer aus weißem Stivalin, die es in meinem dritten Modular Dungeon Kickstarter gab und mittlerweile auch bei Miniaturicum erhältlich sind. Schnappt euch dann verschiedenste Brauntöne. Dunkle, helle, rötliche und blasse und achtet hierbei nicht auf den Farbnamen. Denn auch ein Hautton kann eine total schöne Holzfarbe sein. Verwendet zum Auftragen der Grundfarbe am besten einen weichen, flachen Pinsel. Und tragt die Farbe in Richtung der Holzmaserung auf, um keine Querstreifen zu erzeugen. Je nachdem, wie wenig oder stark ihr die Grundfarbe verdünnt, ergeben sich bereits erste Helligkeitsunterschiede und Farbverläufe. Ist alles getrocknet, wird mit Washes die Maserung betont, um die Utensilien plastischer wirken zu lassen. Hierzu könnt ihr braune und schwarze Washes verwenden, wobei ich die Model Washes von Vallejo weniger empfehlen würde. Sie färben die Kisten und Fässer nämlich komplett ein, als primär in die Vertiefung zu laufen. Hier seht ihr den Vergleich zwischen dem braunen GW Wash und dem von Vallejo. Aber natürlich kann man diese Optik auch ganz bewusst einsetzen. Ist wiederum alles getrocknet, wird mit einem weichen Pinsel trocken gebürstet. Nehmt hierfür einfach einen helleren oder extrem helleren Braunton. Ihr seht, sofern man dezent und vorsichtig bürstet, ergeben sich mit ein und derselben Trockenbürstfarbe tolle und interessante Farbkombinationen. Soll das Holz von der Sonne ausgeblichen sein, bürstet mit einem hellen Grauton trocken. Für umfangreichere Holzprojekte dieser Art lohnt sich dann auch schon mal ein passendes Farbset. Für die Beschläge können dann ebenfalls verschiedenste Metallfarben verwendet werden. Gold, Bronze, Kupfer oder klassisches Metallgrau. Selbst ein reines Schwarz ist eine Option, besonders bei den Ringen der Fässer. Hierzu ein Tipp, geht nach dem Trocknen mit einem Bleistift über die schwarzen Kanten, um einen leichten Metallschimmer zu erzeugen. Wer mag, kann dann einzelne Bretter nochmals ganz dezent mit Washes einfärben und die Nieten auf den Beschlägen mit etwas Wash betonen. Und damit wären die Kisten und Fässer dann auch schon spielbereit. Ihr seht, mit nur wenig Aufwand und ein paar Farben lassen sich wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Seid also ruhig etwas experimentierfreudig. Wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!